So, ihr Lieben, heute schauen wir uns mal die Pilates and Friends Erfahrung an. Das bedeutet die Online-Akademie von der Kerstin. Und zwar werden immer wieder die Fragen gestellt: Hey, wie gut ist die wirklich? Kann die was, die Kerstin? Wer sind da die Trainer? Und vor allem, ist das Pilates für Anfänger geeignet? Die Idee dahinter ist, dass Pilates and Friends ein Studio schaffen wollte mit den besten Trainern im deutschsprachigen Raum, was es den Leuten ermöglicht, überall und zu jeder Zeit gut trainieren zu können. So viel zur Idee. Und gleich mal vorab, du kannst dir den Zugang zu der Akademie sichern unter dem Link gesundheitsbooster.com/andfriends. Den findest du auch nochmal unter diesem Video. Und wenn du die Akademie unter diesem Link sicherst, dann bekommst du noch folgende Geschenke im Wert von über 400 € mit gratis dazu. Das ist eine super Ergänzung zu der Akademie, und zwar sind es die 7 goldenen Ernährungsregeln, mit denen du nicht mehr auf Diäten angewiesen bist und einfach gesund leben kannst und dich ernähren kannst. Das ist unser Supplemente-Guide, welcher dir die wichtigsten Nahrungsergänzungsmittel zeigt, die auf keinen Fall in deiner Ernährung fehlen dürfen, inklusive ein paar alternative Heilmittel aus der Natur, damit Krankheit einfach zu einem Fremdwort wird. Das ist die ultimative Detox-Formel, mit der du bis zu 9 Kilogramm Müll und Giftstoffe aus deinem Darm ausleiten kannst. Der Darm ist das Zentrum der Gesundheit, und hier ist es einfach wichtig, dass wir von Zeit zu Zeit mal die ganzen Giftstoffe ausleiten. Durch die Geheimnisse der Fettverbrennung wird es dir möglich, deinen Körper zu einer richtigen Fettverbrennungsmaschine umzuprogrammieren, dass du einfach im Schlaf dein Fett verbrennst, was du nicht mehr brauchst, und so einfach die Kilos purzeln. Und mit der 12 Minuten Stretch-Routine, die kannst du jeden Morgen machen, um alle Muskelgruppen einmal zu aktivieren, damit du einfach deinen Körper fühlst und damit du mit der Zeit zu einem geschmeidigen gepaart werden kannst. Und auch das ist eine hervorragende Ergänzung zu Pilates and Friends mit ihren verschiedenen Trainings. Doch ich würde sagen, lasst uns einfach keine weitere Zeit verlieren und schauen wir direkt mal, was uns in so einem Mitgliederbereich erwartet. So sieht das Ganze nämlich aus. Und wenn du noch nie Pilates gemacht hast oder dich einfach mal zurechtfinden willst, würde ich dir immer empfehlen, hier über den Anfängerleitfaden zu gehen. Hier siehst du die ersten Videos von der Kerstin, wie sie dich einfach mal willkommen heißt und dich rumführt, was du zu beachten hast in der Akademie. Und ich würde sagen, schauen wir uns doch gleich mal das erste Video gemeinsam an. Hallo, herzlich willkommen bei Pilates and Friends. Mein Name ist Kerstin Bredorn, und damit du erfolgreich mit unserem Programm trainieren kannst, möchte ich dir ein paar Tipps zunächst einmal geben, wie du dich am besten durch das Programm findest. Wenn du kompletter Anfänger bist, wenn du noch nicht viel oder keine Erfahrung mit dem Pilates hast, gehst du auf jeden Fall oben in den Anfängerleitfaden. Hier haben wir dir alles zusammengestellt, was du wissen müsst, und 10 Videos, die du der Reihe nach machen solltest, kannst, die wir dir empfehlen würden, die besonders gut für Anfänger geeignet sind. Generell kannst du in unserem Programm filtern. Dazu gehst du erstmal auf Videos und gehst dann auf alle Videos. Und dann eröffnen sich unterschiedliche Filter. Wenn du jetzt erstmal da anfängst und dann möchtest du, also wenn du jetzt nicht Anfänger bist, sondern wenn du schon Pilates-Erfahrung hast, kannst du jetzt nach unterschiedlichen Schwerpunkten filtern. Überlege dir zunächst, wonach ist mir heute? Möchte ich eher etwas Ruhigeres, etwas Dynamischeres? Möchte ich auf meine Arme fokussieren oder auf meine Beine? Und dann kannst du unter diesen Schwerpunkten suchen, was für dich richtig ist. Außerdem kannst du nach Dauer filtern. Das heißt, manchmal hat man ja nun mal nicht so viel Zeit, und dann sagst du einfach, ich möchte etwas, was 20 Minuten ist. Dann öffnet sich dir nur diese Videos, die in diesem Zeitmodus sind. Du kannst außerdem nach Level sortieren. Es gibt für alle Level, Level 1, Level 1 bis 2 und so weiter. Und wenn du Anfänger bist, solltest du dich natürlich im Level 1 aufhalten und die fortgeschrittenen Übungen wirklich den Fortgeschrittenen überlassen, damit du wirklich auch sicher mit uns trainieren kannst. Wir haben auch das Level für alle Level geeignet. Hier finden sich Anfänger wie Fortgeschrittene gut zurecht, und braucht keine Vorkenntnisse in der Pilates-Methode. Außerdem kannst du filtern nach
Trainern. Vielleicht hast du deinen Lieblingstrainer, dann suchst du natürlich danach oder nach Ausbildungsschule. Das ist besonders wichtig, wenn du in einer Pilates-Ausbildung steckst und vielleicht erstmal bei deinem Ausbildungsinstitut bleiben möchtest und mit diesen Trainern trainieren möchtest. Du kannst außerdem noch filtern nach Typ. Das heißt, möchtest du ein Unterrichtsvideo, möchtest du nur ein Interview sehen oder möchtest du Übungsdetails ansehen? Und diese Übungsdetails sind kleine Tutorials, wie du bestimmte Übungen, in denen wir bestimmte Übungen heruntergebrochen haben, Modifikationen angeboten haben, so dass du dich da wirklich gut zurechtfinden kannst. Und wenn die Übung eben heißt Swan, dann guckst du dir den Swan an und sagst, okay, das ist vielleicht meine Modifikation, weil ich Probleme habe, zum Beispiel in der Lendenwirbelsäule oder in der Halswirbelsäule. Worauf muss ich ganz explizit achten? Ja, so unter Übungsdetails sind nochmal diese kleinen Tutorials. Wichtig ist, wenn du diese Filterfunktion anwendest, dass du nicht zu viele Filter ansetzt. Ne? Also zum Beispiel nicht Trainer XY mit dem Magic Circle eine Dauer von 10 Minuten, dann ist die Chance vielleicht etwas zu gering, dass genau dieser Trainer ein 10-minütiges Video mit dem Magic Circle gemacht hat. Ja? Immer wieder auf Zurücksetzen gehen, damit du nur die wirklich wichtigen Filter filterst. Ich möchte dir empfehlen, wenn du ein Video gefunden hast, was zu dir passt, was gut ist, bleib ruhig ein bisschen dabei. Wiederhol es ein paar Mal, weil Wiederholung ist wirklich der Schlüssel zum Erfolg beim Pilates. Mach es ein paar Mal und du wirst merken, ich werde besser, ich werde sicherer in den Übungen und dann gehst du weiter zum nächsten Video. Außerdem, wenn du ein Video hast, was dir gut gefällt, kommen rechts in der Leiste, werden Übungsvideos vorgeschlagen, die Ähnlichkeiten mit diesem Video haben. Ja, also ja, Kunden, die das gekauft haben, dir gefällt auch das. Solltest du interessiert sein an der Geschichte von Josef Pilates, dann filter mal nach Eva Rinke und dann wirst du ganz viel über ihn erfahren. Wir wünschen dir ganz viel Spaß mit unseren Videos und wir freuen uns wirklich über Feedback. Dankeschön. Nachdem du hier die ganzen Videos angeschaut hast, würde ich dir empfehlen, schau doch einfach mal die ersten Trainingseinheiten rein. Das bedeutet besonders für mich als kompletter Anfänger, und ich habe mich erstmal reinprobiert, habe ich unter den Anfängerleitfaden, findest du auch die ersten Trainings. Das bedeutet, wenn wir hier mal reinschauen, dann siehst du hier, dass die Kerstin für die Anfänger extra Einheiten aufgezeichnet hat. Das bedeutet, die sind Workouts so von 25 bis 40 Minuten ungefähr und die helfen dir einfach Schritt für Schritt mal ein Gefühl für Pilates zu entwickeln, einfach zu schauen, okay, wie funktioniert das, welche Grundübungen sind damit drin, welche Bewegungen muss man lernen. Und hier gibt es einfach die Anfänger-Trainingsreihe, die empfehle ich dir einfach durchzumachen, so 2-3 Einheiten die Woche, wenn du ambitioniert bist, gerne ein paar mehr, aber du brauchst es am Anfang echt noch nicht übertreiben. In der ersten Einheit, wenn wir da mal reinklicken, da sehen wir, dass die Kerstin dich super willkommen heißt. Pilates-Einheit. Wenn du noch nie Pilates gemacht hast und es ist wirklich noch ein Buch mit 7 Siegeln für dich, dann ist diese Einheit für dich das Richtige. Wir werden dir ganz genau erklären, worum es geht bei der Atmung, was bestimmte Begriffe. Und hier erklärt sie dir einfach nochmal ganz langsam, bevor du dich in eine richtige Einheit stürzt, wie das alles funktioniert und du kannst ein Gefühl dafür entwickeln, wie die Trainings ablaufen. Zum Boden. Hier rein. Rücken, Erden, und dann Kreis. Diese Übung, die wir jetzt hier machen. Wie du siehst, geht sie hier ganz langsam vor und sie erklärt dir wirklich Schritt für Schritt, was zu tun ist. Wenn wir dann mal weiter im Programm sehen, dann sehen wir, dass unter dem Anfängerleitfaden auch Modifikationen drin sind. Das bedeutet hier, wenn du in irgendeiner Position dich nicht wohlfühlst, wenn du sagst, da fehlt dir einfach ein bisschen die Beweglichkeit oder da passt was noch nicht ganz, da zeigt dir die Kerstin hier einfach, was es für Alternativen gibt. Das bedeutet, es gibt Variationen im Sitz, im Stütz. Falls du sagst, das ist dir zu anstrengend, dann kannst du hier mal umschwingen. Und das gibt dir einfach die Möglichkeit, dass du wirklich an allen Workouts teilnehmen kannst. Und wenn irgendeine Bewegung nicht passt, dann kannst du hier eine Variation austauschen, damit sich das für dich richtig anfühlt. Genau, weiter im Anfängerleitfaden. Das bedeutet, wenn du jetzt schon ein bisschen fortgeschrittener bist oder wenn du sagst, hey, du willst lieber mit Geräten trainieren, dann gibt es da verschiedene Geräte, die dich mit unterstützen.
Und die Kerstin wird dich hier einführen. Das bedeutet, es gibt diesen sogenannten Magic Circle, es gibt einen Ball und was du nicht alles nutzen kannst. So, und hier gibt es dann natürlich dann auch später verschiedene Workouts mit verschiedenen Hilfsmitteln. Und ich würde sagen, dann schauen wir uns doch mal direkt die Videos an. Die bilden nämlich hier das Herzstück der Akademie. Das heißt, du kannst hier, was eine exzellente Funktion ist, einfach mal rausfiltern, wo du gerade bist, worauf du Lust hast und was gerade zu dir passt. Das bedeutet, du hast hier verschiedene Level, egal ob du jetzt Anfänger bist oder schon wirklich Erfahrung hast, kannst du einfach filtern und die Videos werden dir angezeigt. Für mich beispielsweise, ich bin kompletter Anfänger, ich würde jetzt mal mit Level 1 starten. Und wenn ich heute, sage ich mal, mich fühle, als würde ich gerne Beine trainieren oder was für meine Dehnung tun, Dehnung, Haltung, dann wähle ich das hier einfach aus. Und der Filter wird automatisch auf alle Videos angewendet. Und ich sehe hier beispielsweise für Level 1 gibt es zwei Übungen, die sich auf meine Dehnung konzentrieren. So, jetzt sage ich, okay, Dehnung habe ich genug, ich möchte heute mal was für die Kraft machen beispielsweise. Dann kann ich hier den Filter setzen. Und dann werden mir verschiedene Videos angezeigt, dass ich quasi heute mal ein bisschen Kraft trainieren kann. Wenn ich sage, okay, ich traue mir ein bisschen mehr zu, dann kann ich schon Level 1 bis 2 machen. Und dann hast du hier verschiedenste Videos. Level 1 ist wirklich kompletter Anfänger, wenn du noch nie was gemacht hast. Level 2, nach kurzer Zeit wirst du da auch schon drauf kommen. Und grundsätzlich, wenn du mehr Erfahrung hast, wenn du schon ein bisschen trainierter bist, dann kannst du auch für jedes Level setzen. Und dann kannst du dir hier alle Videos anschauen. Wie du siehst, hier hast du immer verschiedene Trainer. Das ist nämlich eines der Einstellungsmerkmale von Pilates and Friends, dass hier einfach eine Riesenzahl verschiedener Trainer ist. Das bedeutet, wie du hier siehst, das sind wirklich Koryphäen aus ihrem Gebiet und die besten Trainer im deutschsprachigen Raum. Und hier wird er mächtig langweilig. Also hier hast du die volle Palette an verschiedenen Trainern und das sind richtige Experten. Also das macht echt Spaß. Hier hast du eine tolle Auswahl. Wenn du sagst, du willst nach einer bestimmten Ausbildungsschule gehen, kannst du auch einfach die Ausbildungsschule wählen. Du kannst sagen, du willst nach Polestar gehen, kannst Level einstellen und kannst natürlich dich so reinfiltern, wie du gerade Spaß hast daran. Hier gibt es auch nochmal 4 Seiten zum Thema Polestar. Und hier ist für jeden mit dabei Pilates Swiss, Pilates New York. Du kannst danach filtern, okay, was willst du für einen Typ gerade, wie lange soll es gehen? Wenn du beispielsweise morgens einfach mal so eine kurze Stretch-Routine machen willst, kannst du einfach 10 bis 25 Minuten, wenn du sagst, okay, heute ist Sonntag, heute habe ich mal ein bisschen mehr Zeit, dann natürlich ein längeres Workout. Und hier ist für alle mitgedacht. Du kannst nach den Geräten filtern. Wenn du jetzt irgendwelche tolle Geräte hast, dann nimm gerne die mit dazu. Wenn du irgendwelche Kleingeräte hast, wenn du auch nur eine Matte hast, ist vollkommen okay. Und die ersten Übungen, kann ich dir verraten, gehen auch schon auf den Teppich. Da brauchst du noch gar nichts. Eine Matte ist eine wirkliche Grundausstattung, die würde ich mir schon mit dazu nehmen. Aber grundsätzlich kannst du ohne alles starten. So, und wenn du dann auch schon irgendwann fortgeschritten bist, dann gibt es übrigens auch verschiedene Workshops. Das bedeutet, wenn du jetzt kein normaler Trainierender mehr bist, sondern jetzt, wenn du Trainer selber bist beispielsweise, gibt es hier verschiedene Workshops, vom beispielsweise zertifiziert vom Deutschen Pilatesverband und wirklich tolle Sachen für Leute, die sagen, hey, ich möchte mich wirklich intensiver mit der Materie beschäftigen, ich möchte wirklich was lernen, bin vielleicht sogar selber Trainer, dann ist hier eine tolle Möglichkeit geschaffen, dass du dich auch weiterbilden kannst und auch wirklich intensive Kurse besuchen kannst. Mein persönliches Fazit zu Pilates and Friends beziehungsweise meine Pilates and Friends Erfahrungen sind, dass es eine super Sache ist. Also vom Angebot der Trainer her gibt es, denke ich, wenig im deutschsprachigen Raum, was da mithalten kann. Hier hat die Kerstin wirklich ein tolles Zentrum aufgebaut, mit dem jeder lernen kann, Pilates für Anfänger zu trainieren, für Fortgeschrittene. Und wenn du sagst, dass du besser bist, dass du wirklich zu einem Bruchteil des Preises von einem normalen Fitnessstudio ein sehr hochwertiges Training haben kannst. Aktuell läuft sogar eine Aktion, dass du 14 Tage das Ganze testen kannst für einen symbolischen Euro. Und ich würde dir vorschlagen, das einfach mal zu machen. Du hast da nichts wirklich zu verlieren und es ist wirklich, Pilates ist meiner Meinung nach, nachdem ich die ersten Male trainiert habe, habe ich einen direkten Unterschied gemerkt. Es ist ein tolles Training, um deinen Körper einfach wahrzunehmen, um Muskeln aufzubauen, ohne monoton im Fitnessstudio rumzurennen und wirklich was in deinem Leben zu verändern, um deine Haltung zu verbessern, um einfach gesünder und besser durchs Leben zu laufen. Deswegen, ich würde dir vorschlagen, probier es einfach mal aus für 14 Tage. Unter dem Link kannst du dir den Zugang zur Akademie sichern und bekommst nebenher auch noch tolle Geschenke von uns mit dazu, im Wert von über 400 Euro.
Unter unserem Link bekommst du dann noch die 7 goldenen Ernährungsregeln, was ein toller Zusatz ist zu dem Programm, damit mit der richtigen Bewegung und mit dem richtigen Körpergefühl auch natürlich die Ernährung mit dazugehört, weil das ist immer ein ganzheitliches Spiel. Das bedeutet, an 7 einfachen Regeln kannst du auf deine Ernährung anpassen und wirklich gesund und ganzheitlich essen ohne irgendwelche Diäten und wirst trotzdem abnehmen und trotzdem gesund bleiben. Mit dem Supplemente-Experten-Guide siehst du, welche wichtigen Nahrungsergänzungsmittel auf keinen Fall fehlen dürfen und mit welchen alternativen Heilmitteln das Wort Krankheit einfach Fremdwort für dich wird. Die ultimative Detox-Formel ist dazu da, damit du einfach die ganze Schlacke und der Müll, der sich mit der Zeit so ansammelt im Körper, entfernen kannst. Und nach neuen wissenschaftlichen Studien können es tatsächlich bis zu 9 Kilogramm werden, die sich in deinem Darm ansammeln. Deswegen wird es ein ganz neues Lebensgefühl sein, wenn du das mal los bist. Die Geheimnisse der Fettverbrennung, die werden dir helfen, über Nacht den Fettverbrennungsmotor anzuschmeißen und die Kilos zu verlieren. Und ganz zum Schluss natürlich noch die 12 Minuten Stretch-Routine, mit der du jeden Morgen einfach mal den ganzen Körper durchstretchst, dich bewegst und einfach ein viel freieres Körpergefühl haben wirst nach einer Zeit. Das wirst du einfach merken. So, diese ganzen Geschenke haben einen Wert von über 400 Euro. Wenn du unter dem Link gesundheitsbooster.com/andfriends bestellst, bekommst du die kostenfrei mit dazu. Da musst du uns später einfach eine Mail schreiben und wir schalten dich für den Mitgliederbereich frei und du bekommst die ganzen E-Books und Videos kostenlos zugeschickt. Genau, ich würde sagen, probier es einfach aus. Du hast nichts zu verlieren. Die Kerstin macht hier einen tollen Job, führt dich durch das Online-Studio und du kannst dir wirklich was lernen. Deswegen sicher dir gerne den Zugang, probier das Ganze mal aus und du siehst dann, ob es was für dich ist. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende angeschaut hast. Es würde mich von ganzem Herzen freuen, wenn du auf das Video hier ein Like dalässt, mir ein kurzes Kommentar schreibst, ob es dir gefallen ist und gerne auch abonnieren. Du kennst das Ganze. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag und viel Gesundheit. Bis dann. Ciao.